Servus miteinander. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie man beim Golf 6 die Batterie vom Schlüssel tauschen kann. Vorab müsst ihr wissen, es gibt zwei unterschiedliche Versionen. Auf den ersten Blick sieht man das jetzt nicht. Wenn wir jedoch die Schlüssel umdrehen, sehen wir hier, es gibt zwei unterschiedliche Logo. Das linke Logo ist das alte Logo, das auch schon im Golf 5 halt verwendet wurde. Und das ist bis zum 10.2009 verwendet worden. Sprich, ab dem 11.2009 ist das auf der rechten Seite verwendet worden. Das ist die neuere Version. Das kann man auch noch an einem anderen Punkt erkennen. Und zwar auf der Innenseite vom Schlüssel. Wie man sehen kann, hier steht was drin bei der neuen Version. Und bei der alten Version steht nichts drin. Gut, dann fangen wir mit dem alten Schlüssel an. Zuerst müsst ihr ihn aufklappen. Und jetzt so mit bloßer Hand auseinanderziehen, das geht nicht. Ihr braucht dafür einen kleinen Schraubenzieher. Mit dem könnt ihr da dazwischen reinfahren. Und dann probieren, dass ihr es auftrennen könnt. Das funktioniert nicht immer beim ersten Mal. Und ihr solltet auch relativ vorsichtig sein. So wie jetzt gesagt, als Trick. Also nicht hier irgendwo ansetzen, sondern hier unten, da wo eh schon die Vertiefung ist. Und dann einfach auseinanderdrücken. Dann ist auch schon offen. Wir brauchen jetzt bloß noch den Teil hier. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Hier ist jedoch eine Art Dichtung drin. Und wenn er jetzt hier mit den Fingernägeln reingeht, dann könnt ihr das einfach rausziehen. So. Und so sieht es dann aus bei der alten Version. Jetzt kommen wir zu der neuen Version. Da klappen wir auch den Schlüssel auf. Dann müssen wir uns aber nichts mehr ziehen, sondern einfach hier mit der Fingernägel drunter gehen und dann nach oben die Klappe einfach wegdrücken oder wegziehen. Und dann sieht man hier den Unterschied bei den zwei Batterien. Auch beide Batterien bekommt man natürlich mit dem Schraubenzieher ganz leicht raus. Und viel mehr ist es auch nicht. Zusammenbau ist natürlich die umgekehrte Reihenfolge, das sollte aber kein Problem darstellen. So einfach könnt ihr dann bei euch am Zündschlüssel die Batterie wechseln.